Hallo, ich bin der GameBob und herzlich willkommen zu Let's Play Blazing Blade Teil 44. Ja, mir ist gerade das Spiel abgestürzt. Relativ grundlos, so. Jo, das ist, ja, es ist jetzt quasi 10 Minuten später. Nichts Weltbewegendes. So, das Spiel hat sich einfach verabschiedet. Mein PC ist nicht zu warm geworden, gar nichts. Ja. Deswegen liebe ich es so zu speichern. Speichern ist gut. Der Speicher ist dein Freund. Ne. So. Haut drauf! Nee, warum habe ich einen Gegenstand? Warum habe ich Platz im Inventar? Ich habe dieses eine Schwert nicht gekriegt. Naja, scheiß drauf. Gut, ist ja relativ zeitnah. Bevor ich in den nächsten Raum gehe, werde ich wohl besser Ui. Warum mache ich das? Es sieht relativ dämlich aus. Ich weiß nicht, was er da gerade erhöht hat, aber... Ach, GHT, das dürfte wahrscheinlich Gewandtheit sein. Wenn überhaupt. So. Jetzt sind wir eigentlich wieder da, wo wir vorher auch waren. Und ich rush mal weiter. In der Hoffnung, dass das Spiel diesmal nicht abstürzt. Ich werde jetzt trotzdem hier schön leveln, weil es ist eigentlich ideal. Wow, das ging jetzt doch... Ja. Ich weiß nicht, was das für Gegner sind, das ist mir auch irgendwie relativ egal. Denn nur ein toter Gegner ist ein guter Gegner. Ich habe meinen Timer diesmal gar nicht eingeschaltet. Egal. Ups. Ja, ich schalte mir meinen Timer ein, dann weiß ich ungefähr, wie lange ich da schon am rumzocken bin. Obwohl ich ja meistens sowieso, wenn ich das so wie ich es immer mache vom System her, eigentlich nie zu, wirklich zu lange aufnehmen. Da ist eine Schatzkiste. Ist immer schön. Springen.
Ich habe schon gedacht, wann die Gegner wieder auftauchen. Da geht die Framerate gerade minimal runter, das laggt ein bisschen. Naja, könnte dann die ganzen durchsichtigen Ebenen. Warum gehe ich nicht da rein? Ich möchte einfach wissen, was da ist. Ich glaube, das sind nämlich Kisten. So. Ah, jetzt bin ich auch schon auf 404 Lebenspunkte. Ich glaube, das ist irgendwas Gescheites. Oh, das dürfte irgendwas ganz Interessantes sein. Ich bin schon wieder weg, so. Es ist ruhig, zu ruhig. Ah, das sind die... Stille, gut, auch Lähmung ist langsam. Ah, das sind diese Kristalle, die man braucht. Boah, Highspeed. Da renne ich sogar schneller. Boah, Moment mal, gab's da nicht eine Abkürzung? Nee. Ich muss Schilde zurückkämpfen, dann gehe ich doch darüber. Ah. Ich wette, ich muss... Ach nö, das ist jetzt einfach. Das mach ich gescheit. Wenn schon, denn schon. Weil das kann ja jeder. Ja, ich bin weg. So, dann... Ui.
Ich weiß, das ist eigentlich ein bisschen rumtricksen, aber... Ah, so levelt man heute. Ah ja, ich hab's ja nicht mehr weit. Weg. So. Gott sei Dank wieder im Speicherpunkt. Für Leute, die sich fragen, ja, jetzt sind wir hier. Wir haben uns quasi von da oben hier runter teleportiert. Warum machen wir das? Weil wir nämlich wieder zurück müssen. So. Jetzt sind wir nicht zurück in den, ja, achten Stock, oder, auf die Karte Nummer 8, 7 oder 8, wo wir quasi die Torkristalle brauchen. Was relativ, ja, wenn man drüber nachdenkt, relativ, ja, toll ist, dass man dann quasi den ganzen Weg zurückrennen darf. Ich weiß gar nicht, ob man da rein jetzt... Ich hasse hier die Autokamera. Money Hopping. Was macht man zur Hölle eigentlich mit diesen Dingern? Ich hab den dunklen Elfen gehabt, wenn man. Muss mich jetzt wohl verarschen. Dann spring einfach da runter. Hui. Da kommt man da hoch. Habe ich nicht dieses Wappen des Dunkelelfen? Du wirst mich jetzt verarschen, oder?
habe keinen Quarzschlüssel. Was soll denn der Scheiß? Gut, dann mach ich das anders. Man kann da quasi da oben in den Teleporter rein, wenn man das Wappen des Dunkelelfen hat, welches man sich holen kann, wenn man den Quarzschlüssel von ihm bekommt, welchen ich nicht bekommen habe. Was mir aber jetzt nichts macht, denn ich habe ja die 4 Dingkristalle. Hallo? Ein bisschen umständlich, aber eigentlich habe ich den besiegt und alles, aber was soll's? Warum geht die Tür? Ich glaube, das ist eine von diesen Türen, die an die Bedingung geknüpft sind, dass ich die ganzen Gegner einmal platt mache. Oder? Ah, lustig. Ich hasse sie. Da ich die sowieso immer alle besiegt habe, war das wohl. Na, ach komm! Nein, ach, was für ein Fail. Egal, ich wollte das sowieso mal da weg. Oder war ich hier gerade vorher schon? Genau. Ja. Ach komm.
Ich bin hier gerade wieder nach Norden. Eigentlich muss ich ja nach Süden. Egal, ich springe jetzt einfach durch. Okay, ich kenne kein PC, der sonst sich so dumm anstellt. Hier mal kurz aus dem Staub. Ja. Speichern ist gut für den Gamer. So. Weil nicht, dass das Spiel noch mal abbringt, die ganzen Scheiße machen darf. Oder ein Teil von dem Scheiß. Jetzt brauche ich nur noch da zu dem hier. Ich bin falsch gegangen. Muss er hier rein? Hier rein. Darüber. Darüber. Darunter. Hier rüber. Dadurch und mich das so ziemlich ankotzt. Dann hier rüber. Jetzt bloß nicht zu dumm anstellen. Ja, das Portal hat sich geöffnet. So wie es eigentlich sein sollte. So. Ja, ich bin weg. Die schwarze Magierin. Okay. Heißt das hier auch so? Oha, trotz aller Widerstände habt ihr es bis hierher geschafft. Oh. Damit hättet ihr auf dem Weg genug Gelegenheit, euch auf das Bevorstehende vorzubereiten. Kann man so sagen. Der Typ rammt sich das Ding vorbereitet. Was hast du vor? Mehr hast du nicht zu sagen.
Machen wir einfach mal auf das Opfer, das den Bösewicht fragt. Ich weiß noch nicht recht, wo und wann ich euch töten soll. Ah, Gott. Oh, fuck. Das dürfte kein Problem sein. Schwarze Magierin sagt A, Punkt, 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 A, Punkt, 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 A, Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, geht in Flammen auf. Na, die war echt mal on fire. Oh, der Witz war richtig schlecht. Und wir bekommen ein Vierecksbobble. Du hast einen magischen Gegenstand erhalten. Stylisch. Der Kampf vorbei und die Kamera wird besser, toll. Genau, jetzt bin ich nämlich hier. Und jetzt mache ich nämlich jetzt mal etwas anders. Nee. Ich muss noch was gucken. Ah, gut. Ja, es gibt hier nicht noch was Lustiges zu holen. Witzig, gell? Oh, da kommt einiges. Es gibt hier nämlich etwas sehr Schönes zu holen. Etwas, was es nur dort gibt. In den Bücherregalen stehen viele schwere Bücher. Du nimmst eines in die Hand und schlägst es auf. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist einer der geheim verbotenen Zaubersprüche. Das ist der Gabriel-Zauberspruch. Du hast den Zauberspruch Gabriel gelernt. Ist das nicht wie bei Pokémon? Wird man da nicht einfach gefragt, ob man das lernen möchte und das andere dafür vergessen? Logo. Ich kann mir nicht vorstellen, was das sein soll. Ich gebe es einfach mal hier. So, jetzt kann ich nicht in Ruhe die Expedition beenden. Im anderen Regal ist ein Buch für Zauberer. Und da ich keinen Zauberer dabei habe, sondern nur eine Priesterin. Oh. Jetzt sind wir nämlich hier. Und dann kann ich nämlich hier runtergehen und bin glücklich. Jetzt habe ich das dieses Quest nämlich auch beendet. Bin ich schon mal dabei, wir können kurz das nachschauen. Uns fehlen nur noch zwei Magiesteine. Bevor wir uns zum Endgegner durchprügeln können. Oder zu den Endgegnern, wie man auch sagen möchte. Hier, 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 hier.
Gabriel, ein Engel wird gerufen und vernichtet den Gegner. Hey, das hört sich doch nett an. Ich weiß, es ist Verschwendung, aber... Toll. Ja. Das ist was für den nächsten Bosskampf, glaube ich. Ich glaube, es ist jetzt etwas verschwenderisch, das jetzt zu benutzen. Ich glaube, bis ich das benutze. Ja. Also. Gut. Das war Teil 44, wenn ich mich jetzt nicht schon irgendwie vertan habe. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Teil ist, aber ich sage jetzt trotzdem, da ich jetzt das Typische mache, Equipment Check, das Zeug prüfen lassen etc. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.